Herzlich willkommen zurück zu One Piece Pirates 2. Auf einmal ist feindliche Verstärkung aufgetaucht, nachdem wir Don Krieg und Warpool besiegt haben. Und ich muss da halt nur irgendwas verändern, dass es eingenommen wird. Ich kann die Mission so schlecht immer einschätzen, wie lange die gehen. Möchte aber ungern immer Überlänge machen. Also, ich meine, ich war das letzte Mal bei 22 Minuten. Ich möchte das aber nicht wirklich immer. So, dann kommen wir. Aua. Boah, hier sind ja gleich so viele. Dann machen wir mal Special-Attacke, wa? Ja, wir kämpfen immer noch als Smoker. Oh. Kleine Sequenz. Die Piraten kommen alle. Cousin ist zurückgetaucht und hat die Feinde vernichtet. Ist er jetzt Freund oder Feind? Ich hoffe nicht, dass es das schon war, weil die Minute hätte ich im letzten Part auch noch ranhängen können. John Creek zieht sich zurück. Das ist doch ein Witz. Kusana hat sich zu Smoker begeben. Die Bedingungen zum Sieg haben sich geändert. Besiegest du Kusana? Gut, dann ist das vielleicht doch nicht so viel schlechter, dass ich den Part abgeschlossen habe. Aua. Ich möchte auf jeden Fall da in die Ecke. Da hinten ist eine blaue, große... Aua. Die möchte ich noch holen. Geheimnisse halten. Und jetzt können wir weiterkämpfen. Aua. Machen wir mal das hier. Wie gefällt dir das? Bam, bam, bam. Und... ja... das kann ich auch, Kollege. Mach dir da mal keinen Kopf drum. Und... jetzt ist mein Modus aber vorbei. Schau mir mal das... Aua. Lass mich frei, bitte. Ich setze jetzt hier meine Rauchattacke ein. Du bist echt nicht nett, Kollege Schnürschuh. Nein, und jetzt schlage ich auch noch volle Kanne daneben. Ice Time, ja komm, Smoker, hau ab. Ui. Egal, was du doch vorhattest. Jetzt setzt er schon wieder seinen blöden Style. Nein. Ach, das war knapp. Komm her. Tja, Sieg. Was sagst du denn dazu, Kollege? Und das auch noch stylisch. Du hast Kusane besiegt. Ne, Kusan besiegt, so rum. Ruffy und Crew hat gewonnen. Wunderbar. Na, ein Rang B ist jetzt nicht gerade so der Burner, aber was soll's. Sie haben schon, dass sich so entwickelt, wie ich es erwartet habe. Du hast gegen Smoker gekämpft. Und das dir, dass du deine Hand hältst, du solltest wissen, dass es extrem gefährlich ist. Du weißt etwas darüber? Zauber, ich habe die Marine verlassen, ich weiß gar nichts. Aber gewiss ist, dass sich die Weltregierung und die Marine nicht normal verhalten. Ihr solltet von hier
an gut auf euch aufpassen. Ah, scheint so. Smoker, ich habe keinen Schimmer, warum du mich mit dem Stroh abgibst. Gerechtigkeit liegt im Auge des Betrachters. Alles wird gut, solange du deiner eigenen Gerechtigkeit folgst. Das ist alles, was ich momentan sagen kann. Bis dann. Ja. Frankie ist wieder da. Frankie, schön, dass ich wieder dabei zu haben. Jo, ich weiß nicht, was passiert ist, aber danke. Ich denke, du bist wieder zu Verstand gekommen, als das Nebel dir zerbrochen ist. Ich weiß aber immer noch nicht, was mit dem vibrierenden Dial von Ruffy auf sich hat. Ja, wir werden es schon irgendwann herausfinden, oder? Also, Smoky, was wirst du jetzt tun? Tja, im Moment kann ich nicht zu Marine zurück. Also wirst du uns helfen, unsere Freunde zu finden, ja? Was? Also, unsere vermissten Freunde haben vermutlich ein Nebel-Dial. Du willst doch mehr über dieses Dial herausfinden, oder? Super Idee, und du hast einiges drauf. Hilf uns, du kannst die Ideals haben. Glaubst du wirklich, ein Soldat, der Marine arbeitet mit Piraten zusammen? Smoker, wir haben ein Problem. Wir haben Nachricht von unseren Leuten aus dem Hauptquartier erhalten. Und es ist nicht länger geheim. Die Verhandlungsplakate sind raus, Smoker. Auf dich sind ein Kopfgeld ausgesetzt. Was? Tja, Smoker. Da musst du dich dann wohl doch mit uns abgeben. To be continued. Level 9 ist jetzt Smoker. Dreieck, Viereck, Viereck ist eine neue Technik. Und Nami kommt auf Level 4. Wunderbar. Synergie. Während einer Crew-Strike öffnet sich die Angriffskraft leicht. Ja, leicht. Jetzt haben wir auch noch ein paar neue Münzen. Oder eine Geheimnismünze. Level 1, Level 1, Level 1, Level 1, Level 1, Level 1. Duells Münzen werden in den Fähigkeiten-Notizen eingetragen. Jetzt habe ich ein Bingo. Fleisch für Körper. Teamfähigkeit erhalten. Fleisch für Körper, abhängig von der Anzahl erhaltener riesiger Fleischkörner und Miso-Miso-Fleisch-Barbecue steigt die Verteidigung leicht. Interessant. Muss ich die dazu einsetzen oder wird das automatisch eingesetzt? So, jetzt haben wir schon wieder das Geld drin, was wir ausgegeben haben für Smoker. Du kannst als Frankie spielen. Frankie kann jetzt als Freund mitgenommen werden. Freund-Episoden-Log von Nami ist jetzt im Piraten-Log verfügbar. Freund-Episoden-Log von Frankie ist jetzt im Piraten-Log verfügbar. Freund-Episoden-Log von Smoker ist jetzt im... Ein neuer Gegenstand ist in der Galerie verfügbar. Och, ja, komm. Das muss ich nicht alles vorlesen. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich werde nur noch stärker. Na ja, gucken wir uns mal noch ein bisschen um. Ein Freund-Episode freigeschaltet. Spitze so eine Episode, werden dich hier verschiedene Charaktere herausfordern. Wenn du im Kampf siegst, werden diese Charakter deine Freunde. Charakter, die deine Freunde geworden sind, können während deines Kampfes gerufen werden, indem sie unter Freunde auswählst. Festgelegt werden, verschaffe dir im Kampf einen Vorteil. Freund-Episode, gucken wir mal rein, wa? Jetzt haben wir... Smoker. Empfohlenes Level 4 Kampf. Spielbar, wenn du andere Episoden abgeschlossen hast. Na, okay. Ich wollte hier noch was gucken. Wir haben jetzt auch Kapitel 1, die nächste Level freigeschaltet. Ach, was tue ich denn hier? Level 8 ist empfohlen. Erichshop. Fähigkeiten-Notiz. Hochspannung. Na egal. Ich möchte jetzt nicht die Segel in diese Mission setzen. Online-Modus, das ist auch so eine Galerie. Ich hatte gehofft, ich kann die jetzt noch aufleveln. Ja, ich gehe mal so unter Vorbereitung. Ach so, ja, doch, so kann ich die aufleveln. Kann ich jetzt Ruffy anhand von Berries auf Level 9? Machen wir mal. Levelaufstieg. Dann machen wir erstmal viel großzügig. Machen wir mal Nami auf Level 9. Neue Fächer. Und Frankie können wir ja auch mal auf Level 9 machen. Ich weiß nicht. Ich werde auf jeden Fall in der nächsten Mission wieder einen anderen Charakter testen. Ist nur die Frage. Also in dieser Mission werde ich wieder einen anderen Charakter testen. Ja, ja. Nee, das will ich nicht. Was stand da überhaupt? Nein, nicht. Ja.
Faust der Gerechtigkeit. Gut, dann starten wir halt doch in die Mission und dann wird hier halt wieder zweigeteilt. Mit Ruffy, toll, ich wollte nicht mal mit Ruffy reinstarten. Egal, was soll's, jetzt bin ich Ruffy, jetzt starte ich mit Ruffy. Die Mission was? Monkey D. Grab? Gab? Der legendäre Marinesoldat. Boah, wie geht's euch, ihr Rotznasen? Vizeadmiral Grab. Ruffys Großvater? Smoker, ich hätte nie gedacht, dass du dich mit Ruffy zusammenhaust und Pirat wirst. Ja, überhaupt nicht. Das ist alles nur ein schlechter Scherz. Tja, da gebe ich dir wohl recht. Ein Marinesoldat wie du würde sich niemals wie ein gemeiner Krimineller verhalten. Sieht so aus, als hätte ich keine andere Wahl, was? Die Marine zu verlassen. Hey Opa, bist du gekommen, uns festzunehmen? Sei nicht albern, ich bin gekommen, euch zu warnen. Solange ihr dieses DI habt, werden sie euch ans Leder wollen. Gib mir das DI, Ruffy, ich werde mich darum kümmern. Keine Chance, ich brauche das, um meine Freunde zu finden. Außerdem habe ich ja schon Smokey versprochen, sobald wir sie gefunden haben. Auf Smokers Kopf ist auch eine Belohnung ausgesetzt, es ihm zu geben würde nichts ändern. Es gibt keinen Grund für das Kopfgeld auf mich, aber solange ich mich mit den DI beschäftige, kann ich nicht zur Marine zurück. Wie ärgerlich, nur wenn erstmal Gras über die Sache gewachsen ist, werde ich dafür sorgen, dass du wieder eingesetzt wirst. Das ist mir eigentlich vollkommen gleich. So oder so bin ich, bis ich meine Freunde nicht wieder habe, kriegt keiner das Ding. Ruffy, was ist das für ein ungehobeltes Verhalten deinem Großvater gegenüber? Ich glaube, ich muss mit einem Fäusten einbräuen. Ja, ich find's doof, dass ich jetzt versehentlich Ruffy genommen habe, ich Idiot. Naja, da oben ist Nami, Frankie und Smoker. Da hinten ist irgendwie zwei Besiege gab, super. Dann erobere das Territorium. Die beiden, gut, dann erobern war die mal wieder als erstes. Fähigkeiten kannst du wie. Was? Fähigkeiten halten. Du kannst die Fähigkeiten während der Kampfvorbereitung unter Fähigkeiten auswählen. Mal gucken wir mal. Gehen wir erstmal auf Münzkampfslot, weil da können wir mit Ruffy jetzt auch ein bisschen erneuern. Giftige Kralle. Du bekommst halt zwei Namis. Und Ruffy bekommt Gesundheit, Angriff. Die 1000 Sunny dazu. Wie auch bei Nami. Und hier geht mal das Zeichen dazu. Und dann lassen wir das. Dann gehen wir mal bei Fähigkeiten gucken. Nutze im Kampf die Effekte von Fähigkeiten, indem du bereits andere Spielerfähigkeiten für die Fähigkeitslots festlegst. Die einzelnen Fähigkeiten erfordern eine bestimmte Anzahl an Slots. Und sobald deine Fähigkeiten festgelegt wird, wird die Möglichkeit Anzahl an Slots belegt. Bereits erlernte Fähigkeiten können innerhalb der Slots für Fähigkeiten der einzelnen Charakter beliebig ausgetauscht werden. Interessant. Ja. Fleisch für Körper. Na, setzen wir das einfach mal ein, weil wir gerade eh nichts Besseres haben. Freund auswählen. Ne, da mag ich Nami eigentlich. Da bleibe ich mal bei Nami. So, Ruffy können wir nicht weiter ausbauen. Ich werde den Part leider so mittendrin in der Mission wieder beenden müssen, wie bei in der letzten Mission. Aber egal, noch kann ich da ein bisschen was von der Mission zeigen. Boah, die kommen gleich alle auf mich zu. Ich gehe erstmal hier rein und jetzt boxe ich euch alle auf einmal. Und was haltet ihr denn davon? So, und jetzt das. Also alle weghauen. Das ist schon mal das. Das war cool. Das habe ich mit Ruffy, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Smoker labert da. Soll er doch labern. Ich ignoriere den gerade mega. So, was haben wir denn hier noch? So. Und ganz viele zum Preis von ein. Und jetzt könnt ihr alle auch hinterher. Und bam. Oh, die geben mir sogar Nachschub. Das ist ja sozial. Eigentlich ist die Partlänge gleich schon wieder erreicht, aber ein bisschen länger kann ich ja noch machen, wa? Und ja, komm, machen wir einfach mal rein. Smoker kommt auch gleich hier an.
Das war nicht mein Ziel. Aber wenn ich wüsste, wie ich das gemacht habe. So. Und alles umgehauen. Da ist der Anführer, da hinten gibt es mehr Angriff. Und umgeboxt. Aua, hörst du auf mit den Schmarrn. Nur ein Angriff, das bringt dir gar nichts. So. Und weg. Komme ich jetzt hier durch? Nee. Dann gehen wir mal da oben hin. Weil das ist schon mein Gebiet. Hier, da hinten ist noch so eine leuchtende Kiste, die will ich haben. Geld? Ich freue mich immer über Geld. So, Leute, ich bin da und ihr bekommt eine Gum-Gum Feuerfaustpistole. 30 K.O.s. Hier ist auch Frankie. Ja, hier kommt Giganto-Pistolo. Das finde ich voll lustig. Ach so, hier leben noch so viele. Was machen wir denn da? Einfach mal den Dreschflügel. Und noch ein paar. Die Jetpistole braucht voll lange, wenn ich mir das mal so angucke. Ich möchte noch mal den... Ach, das war der. Boah, der ist ja... Viereck und Dreieck ganz einfach so und dann nochmal Dreieck. Das finde ich jetzt echt nicht so schlecht. Also der Move gefällt mir wirklich sehr. Was steht da? Ich hau jetzt erstmal hier den Anführer um. Wo ist der? Aua. Wie unfair. Ich möchte mein Move. Bist du gerade echt meinem Schlag ausgewichen? Warum kriegst du eine Giganto-Pistole am Kopf? Und jetzt bist du... So, was haben wir da? Geld? So, wo geht's jetzt hin? Da oben ist schon wieder alles dicht. Jinbei? Siehst du aus wie ein Fischkollege. Jinbei ist mit der Armee der Fischmenschen. Okay. Was soll ich dazu noch sagen? Ist das. Ja, das Tor ist offen. Dann gehe ich hier mal kurz die Bude rocken. Boah, du siehst ja gemeingefährlich aus hier. Und euch klatsche ich noch beide um. Das kann ich auch. Da treffe ich nur irgendwie nie einen mit Nami. Mit Nami vor allem. Mit Imcheck hier. Mission abgeschlossen. Und können wir hier noch ein paar Angriffe? Ja. Und einfach mal die Jetto-Pistole hier irgendwann überall reinschleudern. Das mag ich voll. Also die Fischmenschen helfen mir jetzt. So sieht das jedenfalls aus. Mein Style ist wieder voll. Was das auch immer ist. Gesundheit ist wieder auf jeden Fall voll. Das ist doch die perfekte Gelegenheit, um den Part zu beenden. Trotz kleiner Charakterfehler, den ich nehmen wollte, bedanke ich mich für euer Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei bei One Piece Pirate Warriors 2. Bis dann.